Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen bei Anno 1800 mit eurem Hannibal. Ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Folge. Wenn die nicht erst etwas bringen. Da war ja jetzt noch was, ne? Ja, tausend von den Journaleros haben wir hier. Ja, und 400-500 werden wir noch von den anderen da brauchen. Müssen wir einfach mal gucken, was brauchen wir denn da? Auch müssen wir bestimmt noch, ja, gebackene Bananen, wenn die auf jeden Fall noch haben wollen. Weitere Fischölfabrik. So. Eine dafür. Und eine zweite Fisch. Eine dritte. Damit wir einfach genug Reserve haben. Ihr wisst, ich bin jetzt so einer von den Bauern, die nicht auf Kante genäht, sondern lieber. Ja, lieber 1 zu 4 als 1 zu wenig. So. So. Eine schreckliche Schande. Oh. Tut mir ja fast leid. Nicht. So. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. So. Wie sieht das eigentlich mit den Perlen aus? Müssen wir mal gucken jetzt. So. Wie sind die Perlen von. Wir müssen ja die Perlen noch auf die Hauptinsel kommen, ne? So. Was haben wir denn hier für. So. Revenant Shelter. Warenladen. Perlen. Hier entladen. Annehmen. Oh. Wie sieht überhaupt aus? Ein Kaffee hergestellt. Oh, gar keinen Platz für. Also nicht mehr, also. Das ist Blödsinn. Das ist wirklich Blödsinn. Also. Ah, also wirklich. Wahnsinn. So. Ah, das muss man jetzt mal wirklich so ehrlich sagen, wie es ist. Also das hat jetzt keinen Sinn. Da jetzt, ja. Jetzt haben wir hier die Perlenfarmen. Die Perlen werden jetzt auch endlich geliefert. Und damit können wir auch was herstellen. So.
Schaden hast du? Volltreffer. So. Und ein Lagerhaus direkt gegenüber. So. Haben wir da auf der Insel schon mal das Problem gelöst. So. Der Insel müssen wir da jetzt noch ein Problem lösen. So, jetzt müssen wir hier auf der Insel noch ein Problem lösen und das heißt definitiv. So, jetzt müssen wir hier mal noch. Da haben wir schon mal eine Tortilla-Bäckerei. Maisfeld. So. Rinderfarm. Farm haben wir auch. Brauchen wir ja noch eine. Bei Probe-Tortilla, Bruder, brauchen wir ja immer zwei Maisfelder und oh, das planen wir mal mit. Ah, so ein Lagerhaus müssen wir auch noch planen. So. Brauchen wir nur noch ein Maisfeld. Was den Namen Mais verdient. So. Fehlende Fruchtbarkeit. Ach so. Ja. Müssen wir von irgendwo Mais importieren? Man eine Schnellroute bauen. So, da kann man Schoner dazwischen hin und her schicken, das reicht doch. Mehr Druck im Kessel. Schiff vom Stapel gelaufen. So. So. Das haben wir auch. Ein besonders lukrativer Auftrag. Abschussaufgabe. Du bist mutig. Kampfdeck bereit machen.
So, das haben wir auch geregelt. Kann dieses Geheimnis entschlüsseln? Wie zufrieden ich auch bin, mein Wunsch nach Verbesserung bleibt. Oh, eine Inspektion. Mit F. Kind. So. Oh, mit F. Schiff unter Beschuss. Oh, Wahnsinn. Mit F. Schiff vom Stapel gelaufen. Einer ihrer Inseln. Hey. Also was überhaupt hier noch? Wir stecken hier viel Herzblut rein. Das ist doch die Fischerei. Also. Boah, Mann. Okay. So, was haben wir denn noch für ein Dachen hier? Ein ausgezeichneter Katalysator. Okay. Aber warum F? Ihr Hafen wird angegriffen. Ihre Insel wird angegriffen. Schuss. Inseln, Ruhm, mit etwas Geld kann man alles kaufen. Also echt mal. Ich würde sie nicht danach. Sie helfen uns, oder, Boss? 10 Tonnen Sekt. Was gibt's, Boss? Ja. Nur ein wenig Beachtung. Eine Hobelmaschine.
Versucht sich wieder auszubreiten, die Madame. Schiff unter Beschuss. So. Ah. Kaum wird sich dann mein großes Schiff nähern, wird sie wieder sich in Luft auflösen, ne? Das ist auch gut so. So, was haben wir denn noch? Schiff unter Beschuss. So, jetzt reicht's mir mit dir hier. Der Vorgeschmack auf. Die härteste Niederlage aller Zeiten, da hast du ja mich hier gar nichts mehr zu sagen. Schiff unter Beschuss. So, Routen. Da. Daten. Um Landwirtschaftsgüter, Mais. Noch bauen, ne? Wir helfen, wo wir können. Aber erstmal fährst du ja am Hafen vorbei, holst dir Beim Bonum ist das Lager an Baumwollstoff leer. Das Lager an Baumwollstoff leer. Brauchen wir hier noch Baumwollplantagen oder was? Setz dich lieber in den Schatten. Oh, Baumwollplantage. Schiff unter Beschuss. Oh. So, und da sind wir wieder am Ende einer Folge von Anno 1800 angekommen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und damit sage ich bis demnächst. Ciao.